Oh, Dylan hat sich doch mal umentschieden. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein erneutes Wähle die richtige Farbe. Und ihr seht schon, Freunde, alle sind am Tanzen. Alle sind am Tanzen. Freunde, in der letzten Folge hat Ole gewonnen. Und Ole hat das... Also Ole hat ein Danger Egg gewonnen. Und Ole hat auf wirklich sehr, 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 sehr korrekt und auch wirklich sehr, sehr freundlich gesagt, ey, ich mache diese Runde nicht mit, weil dann haben die anderen eine Chance zu gewinnen. Wie cool ist das bitte? Jetzt an dieser Stelle Ehrenmann Ole in die Kommentare, denn Ole ist ein richtig, richtig lieber. Und Freunde, wenn ihr das Ganze noch nicht kennt oder die Regeln noch nicht kennt, hier gibt es drei Räume. Die sind in Farben unterteilt. Einmal in Rot, Grün und Gelb. Ihr entscheidet euch für eine Farbe und geht dann in den Raum. Und ich habe, bevor die Runde überhaupt losgeht, mich für eine Farbe entschieden von den dreien und ziehe dann am Ende der Runde den Boden weg. Und wer falsch liegt, fliegt raus. Und wer am Ende richtig liegt, und das kann nur eine Person sein, der bekommt etwas geschenkt von mir. Ihr seht es auch schon, wir machen das mit der Community. Und ich würde sagen, Ola hat auch schon gesagt, ganz lieb, dass er den Boden wiederherstellen wird. Das heißt, ich mache den Boden weg und Ole macht den Boden wieder zu. Das ist sehr, sehr cool. Ich würde sagen, ich entscheide mich jetzt für Rot und go. Oh, jetzt steht Ole da, der Arme. Jetzt steht Ole mitten im Weg, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mich für Rot entschieden. Ey, hier ist eine Pommes. Okay. Ich weiß jetzt leider nicht, wo... Ja, die Person... Ah, okay. Setz jetzt zu grün hingestellt. Okay. Warte. Okay, setz zu grün hingestellt. Okay, 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 okay. Dann würde ich sagen, kommt jetzt Rot weg. Okay, okay, okay. Sehr gut. Rot ist weg. Okay, Freunde. Ich entscheide mich für die Farbe Rot wieder. Und würde sagen, go. Es laufen mir so viele entgegen. Wie cool ist das denn? Ole darf natürlich hier bleiben, Freunde. Eigentlich, also ich sag's euch jetzt schon, eigentlich ist es nicht erlaubt, hier auf der Stage zu bleiben. Aber Ole darf hier bleiben, weil Ole hat die letzte Runde gewonnen und hat sich netterweise dafür entschieden, nicht mitzumachen. Deswegen darf er das Ganze auch vom Nahen betrachten. Oh nein, ich sehe alte Gesichter, die jetzt rausfliegen werden bei Ro. Unter anderem Mr. Glob, Leonie. Ui, da fliegen jetzt so einige raus. Oh, ich muss ja noch schreiben, stopp, ups. Ich schreib's doch mal rein. ...0,1 und stopp. Alle Personen bei Rot fliegen raus. Unter anderem Leonie. Oh, ich habe Geburtstag, hat sich doch mal für Grün umentschieden. Das heißt, sie hat noch mal Glück. Die Personen fliegen jetzt raus. Ja. Ja, wer war das jetzt? Warte mal. Okay, Danja X-T-Cup muss auch raus. Okay, sie geht auch schon. Perfekt. Fair, sehr gut. Alle guten Dinge sind drei. Und wir entscheiden uns wieder für Rot. Dylan entscheidet sich gerade für Rot. Zwei Leute mit Claudio. Drei Leute mit Claudio-Merch, glaube ich. Nein.
Ich habe mal geschrieben, rutzig, aber ich mache ja gerne diese Spielchen. Oh, Delen hat sich doch mal umentschieden. Delen und noch eine Person haben sich umentschieden. Warte mal kurz, ich schreibe mal kurz rein. Wer ist denn diese Person? Ah, Geburtsalgo. Geburtsalgo fliegt nämlich raus mit dem coolen Claudio-Merch. Das tut mir leid. Und es wird rot. Ich hab's ja gesagt. Ich frage mal, ob Ole gleich den Boden einer Farbe wegmachen möchte. Oder kommt eine Person gerade noch neu dazu? Die darf leider nicht mehr mitspielen. Ich muss mir den Namen jetzt merken kurz. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich entscheide mich ein viertes Mal für Rot. Und ich würde sagen, go. Ich habe heute Geburtstag. Los. Pommes schummelt. Ich habe mich ja für Rot entschieden. Okay, die Pommes schreibt, okay, ich habe gesagt, wenn du schummelst, dann werde ich dich in der nächsten Aufnahme blockieren, aber es ist so. Okay, wir sehen jetzt mal rüber und Rot. Delen ist schon wieder bei Rot, sehe ich gerade. So, Rot habe ich gewählt, okay, Froschlein wählt Grün. Ich mach mal das Ganze, um die ein bisschen zu ärgern. Aber Delen und die andere Person mit Claudio, die bleiben tatsächlich bei Rot. Eins. Und stopp. So, Froschleim. Oh, ich frage mal jetzt Froschleim. So, ich frage mal Froschleim, wo sie steht. Grün, okay. Weil du konntest nicht ganz erkennen. Tut mir leid. Aber Rot ist es geworden. Zwei Personen mit Claudio-Merch sind raus. Ich hab euch gewarnt. Beziehungsweise ich habe versucht, Spielchen zu spielen, Freunde, muss man sagen. Ich mache das gerne so, diese Mind Games. Ich finde sie ganz cool. Ja, stimmt. Du wolltest zu Rot und du bist nicht zu Rot gegangen. Okay, wir schauen jetzt mal. Wer ist das denn? Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Personen, Imane. Ist Imane noch drin? Los. Es geht los. So viele fliegen jetzt raus. Na denn? Stopp. Okay. Es war gelb. Die Pommes ist noch dabei, Lea ist noch dabei und ein paar andere. Yep, bye. Ich bin so. Ich kann doch einfach die Aktion wiederholen. Was mache ich denn, Claudio, die ganze Zeit? Ihr habt nichts gesehen, okay. 2, 4, 6 Personen sind noch drin. Dann würde ich sagen, entscheide ich mich jetzt für Grün. Ich habe mich heute nicht für Grün entschieden. Ich entscheide mich jetzt für Grün. 2, 4, 6 Personen sind noch da. Und jemand hat Claudio-Merch. Da bin ich natürlich nicht parteiisch, obwohl ich es gerne wäre.
Okay. Und es wird grün. Somit haben wir nur noch 4 Personen im Rennen. Und zwar die Lea. Dann haben wir hier die Mia drinne. Dann haben wir eine Pommes drinne. Und dann haben wir Lana noch drinne. Ich würde sagen, ich entscheide mich jetzt für wieder grün. Nein, und die Person mit dem Claudio-Merch ist raus. Das tut mir im Herzen weh. Das tut mir echt im Herzen weh. Und somit kommen wir zum Finale. Nee, das ist kein Finale. Quatsch, Claudio, was erzähle ich? Es könnte aber das Finale sein. Ich entscheide mich wieder für grün, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es geht los. Und die Pommes ist jetzt raus. Es wurde ja gemunkelt, ob die Pommes geschummelt hat. Aber die Pommes ist auf jeden Fall jetzt schon mal raus. Das heißt, jetzt kann nicht mehr geguckt werden, ob sie geschummelt hat. So, wir haben ein Finale zwischen Lea und, wir sehen es hier gerade, Lana, glaube ich, war es. Boah, das ist richtig spannend. Viel Glück, Lana, schreibt sie. Oh, sehr, sehr fair. Jetzt würde ich sagen, entscheide ich mich für grün wieder. Ich mache es ganz, ganz schwierig. Und go. Entscheidet euch für eine Farbe. 3, 2, 1. Stopp. Es ist grün und es fliegt keiner raus. Jetzt entscheide ich mich für gelb. Ich entscheide mich für gelb. Wer geht jetzt wohl auf gelb? Lea geht... Oh, Lea geht nicht auf gelb. So. Ich habe mich für gelb entschieden und das ist keiner bei gelb. Spannend ist das denn? Und ich würde sagen, ich entscheide mich jetzt wieder für gelb. Lea geht zu gelb. Schreib schon mal rein, wir haben einen Sieger oder eine Siegerin. Ich habe mich ja für gelb entschieden, das heißt, Lea fliegt raus und es gewinnt. Lana hat gewonnen. So, ich mache jetzt mal schnell den Thron. Alle stürzen sich wieder aufs Spielfeld, Freunde. Das ist immer so cool, ich finde es lustig. So, Thron. Da darf natürlich nur Lana drauf. Und Lana sitzt doch schon drauf. So. Warum nicht weit hochgesprungen, lol. Warum hat das so gebackt? Und Lana erhält tatsächlich dieses Mal ein Japan-Egg. Und Freunde, oha, schreibt sie. Oder er. Immerhin freut die Person sich, das finde ich cool. Ja, Freunde, somit steht auch tatsächlich die dritte Person fest, die wähle die falsche oder, nee, wähle die richtige Farbe aus, gewonnen hat. Und mir hat es Spaß gemacht, Freunde. Schreibt mal jetzt an dieser Stelle, wie euch das Video gefallen hat. Ich fand es ziemlich cool. Freunde, wie gesagt, wenn ich in den Aufnahmen sehe, jemand schummelt, dann wird er direkt blockiert. Also da ist doch mit mir leider nicht zu sprechen, denn ich warne euch ja vor in den Videos, vor den Videos und jetzt sogar, ja, im Video. Ich wollte sagen, nee, ich wollte sagen, im Spiel. Also ich warne euch live vor Ort beim Spielen vor
dann noch mittendrin, wenn jemand das so sagt und noch jetzt ein Video. Das heißt, ihr werdet dann blockiert, wenn ihr schummelt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ciao.